So, hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Mein Klon für mein Test. Genau, so. Wir wollten ja hier raus und wir wollten ja unsere Baustelle verbessern. So, wir wollten unsere Baustelle weiterarbeiten. Dazu wollten wir eigentlich Steine holen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wir wollten... Wir wollten, glaube ich, im Steinbruch weiterarbeiten. Deswegen gehen wir hier hoch. Rip. Und hüpfen einfach mal hier rüber. Und hier hinten sehen wir auch schon, was es dann später für eine Mauer geben wird. Da drüben war, glaube ich, ein Überweg, den wir hätten nutzen können. So, dich können wir einfach wegmachen. Wunderbar. Da gibt es ja auch noch ein paar Fehlerchen. Der ist in Ordnung. Aber der ist falsch. So, und dann würden wir uns ja Gedanken machen wollen zu dem Steinbruch, den wir da haben. So, und der wäre ja quasi hier von dieser Richtung. Habe ich Schaufeln da? Nein, habe ich nicht. Ich habe ja auch die Schaufeln abgegeben, ich Schlaumeier. Oh, es wird eh schon wieder Nacht. Ach ja, ach ja, ach ja. Okay, dann machen wir das anders. Dann holen wir hier noch die Kohle raus. Hier noch die Kohle raus. Und dann würden wir uns nochmal des Nachtens ins Bettchen legen. Guten Morgen. So, also, und dann gehen wir hier wieder zurück und nach draußen. Und da würde ich doch... War nicht hier. Auch nicht da. Ach, war sie in der Baustellenkiste. In der Biste. So. Raus hier. So. Und dann würde das ja bedeuten, dich will ich, dich will ich, dich will ich, dich will ich und dich will ich. Die anderen lassen wir mal da und dann müssten wir... Okay, das mit der Baustelle ist gerade ein bisschen suboptimal. Also wir müssen auf jeden Fall unbedingt bald mal hier einen Übergang bauen. Und den können wir eigentlich jetzt schon machen. Da würde ich eigentlich fast sagen, wir bauen uns eine kleine Brücke aus Erde. Zack, zack. Zack und zack. Das ist ja quasi der Arbeitsweg einfach nur. Wie sieht denn das schon wieder so düster aus? Okay. Das ist quasi unser Arbeitsweg und dann wird es hier runtergehen und dann würden wir hier, also mal anders. Obwohl, eigentlich ist es auch gar nicht so blöd hier. Hm? So, also, da ist halt wirklich die Frage, da geht es dann wirklich drei runter. Und so, und so. Und so. So, und dann machen wir das eigentlich wirklich vier von unten. Dass wir hier halt den Aufstieg haben. Ich hatte eigentlich überlegt, dass wir da hinten den Aufstieg haben. Aber hier kann man ja genauso den Aufstieg haben. Und
dann muss das halt hier so sein. Und dann würden wir hier die Erde wegmachen. Und da die Erde wegmachen. Und da die Erde wegmachen. So, da kommt die Erde wieder rein. Dann käme da die Erde weg. Da die Erde weg, da die Erde weg, da die Erde weg. Und da die Erde weg, und da die Erde weg, und da die Erde weg, und da die Erde weg. Und da, und da, und da. Und dann würden wir hier noch ein bisschen wieder die Erde reinhauen. Also nicht da. Da unten fuhr noch eine Erde rum. Genau. So, und dann wären wir quasi hier unten. Und da ist jetzt so ein bisschen die Überlegung, eigentlich brauche ich dieses ganze Gewasser hier nicht. So, und in diese Richtung wollen wir ja nicht unseren Steinbruch haben, sondern eigentlich... Zack, zack. Zack, zack. So, ich weiß, ich bin jetzt kackendreist, einfach das Wasser da abzutragen. So, aber in diese Richtung wollen wir unseren Steinbruch haben. Und wenn wir hier schon mal sind, wir machen uns einen offenen Steinbruch. Das heißt, wir tragen das hier quasi alles ab. Und das müssten wir eigentlich von oben machen. So, den können wir dann lassen. Aber den hier nicht. Also insgesamt gefällt mir das noch nicht so hundertprozentig, so wie das hier ist. Also mir gefällt dieses überschwebende Gedönse nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da müsste ich eigentlich auch von der Seite hier kommend fast sagen... Wie gesagt, das soll ja alles irgendwie unser Steinbruch sein. Und zwar ein Tagessteinbruch. So, das würde bedeuten, dass ich hier einfach reinkomme. Von mir aus steht da halt Wasser rum. Das würde auch bedeuten... Also wie gesagt, das ist dann halt wirklich total hässlich und Baustelle und alles. So, und das würde hier auch erstmal bedeuten. Wir hätten hier... Ah, warte mal. Ist ja gelogen. So. Da haben wir eine Spinne, oder? Ach ja. So, das wäre... die Schiene. Und hier hinten würde das sogar noch ein bisschen weiter gehen. Das wäre dann die Schiene. Okay, und das wäre dann wirklich hier wieder ganz massiv ein Einbruch. Also, wir machen erstmal die ganze Erde hier weg. Na. Genau, einmal so, einmal so, einmal so. Und dann würden wir uns... Na, schade. Nächste Schaufel, hier bitte. Und dann würden wir uns quasi von oben mal hier ein bisschen reinarbeiten.
Was im Endeffekt bedeuten würde, dass wir uns halt hier wirklich rund... Ja, ist ja gut. Spinnig. So, es ist... So. Also eigentlich wollte ich dann wirklich auf der Ecke hier komplett darüber. Das bedeutet aber auch, dass ich den Baum jetzt abnehmen muss. So, tschüssi Baum. Hui. Okay. Und das bedeutet hier für mich, Schaufel, Schaufel. So. Und dann geht es wieder zurück mit der Schaufel. So, und das ist ja alles Teil von diesem Steinbruch. Und wie gesagt, also das wird dann halt wirklich... eine Schneise der Verwüstung werden. So, und dann würde ich hier einfach wieder zurückgehen. Genau. So, und dann können wir hier eigentlich fast noch... Okay, das sind Steine, Steine. Jetzt hier auch noch hoch. Okay, aber das würde ja wieder bedeuten, ich muss wieder von oben kommen. So, genau. Also, das wäre von hier. Obwohl, warte mal, da sollte man dann hier vielleicht von der Seite kommen. So, und das bedeutet, der Steinbruch hier geht eigentlich gerade bis da. Dann so und dann so. So, und dann können wir den wirklich hier komplett durchziehen. Das ist auch noch Erde. Das hier ist auch noch Erde. Und es ist schon wieder Nachtenszeit. Gut, dann flitzen wir halt schnell nach Hause. Damit wir kurz ein bisschen nächtigen können. Dazu flitzen wir auf unsere Mauer. Und von unserer Mauer... zu unserem provisorischen Steak. Und von unserem provisorischen Steak runter ins Bettchen. Gute Nacht. So, und dieser Steinbruch, das ist halt einfach wirklich so eine Grube. Ob das jetzt, das war blöd. Dann gehen wir hier raus. Na komm. So, dann gehen wir wieder zurück zu unserem Steinbruch. Und da kann man eben drüber streiten, ob der da so gut angebracht ist. Aber momentan ist der Steinbruch halt an dieser Stelle. Weil Begründung. So, und der würde ja dann hier anfangen. So. Nächste Schaufel habe ich da. So, und hier geht's wieder runter zum Steinbruch. Genau.